Ja, ich würde mal anfangen, weil ich habe festgestellt, dass ich relativ viel Material habe. Das wird vielleicht zeitlich ein bisschen knackig, deswegen fangen wir pünktlich an. Ich möchte in dem Vortrag so ein bisschen zeigen, was man alles beachten muss, wenn man sich selbstständig macht, welche Voraussetzungen man erfüllen will oder sollte, welche Vor- und Nachteile es hat. Das Ganze ist eher nur so ein kleiner Überblick mit einer Ladung Stichworten, wo man dann teilweise auch noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen muss, aber wo schon mal ganz praktisch ist, dass man es gehört hat, dass es es gibt. Ja. Genau, die Folien landen nachher im Wiki, da werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Infomaterial, noch ein paar Links und so weiter reinpacken. Und Fragen kann man noch am Ende stellen. Ich hoffe, dass da auch noch ein bisschen Zeit für ist. So, zu mir. Ich bin im CCC aktiv und im Entropia hier in Karlsruhe. Ich organisiere verschiedene Veranstaltungen mit, unter anderem zum Beispiel hier die GPN. Für den Vortrag jetzt wahrscheinlich interessanter ist, ich habe nicht reine Informatik studiert, sondern Wirtschaftsinformatik, habe da so ein bisschen Background in die Richtung. Ich war während dem Studium schon so ein bisschen selbstständig, habe da damals ein Gewerbe im als Nebenerwerb angemeldet gehabt. Und bin jetzt seit Anfang 2014 selbstständiger Softwareentwickler. Wie ihr seht, ich bin kein Anwalt. Deswegen ist es keine Rechtsberatung. Alles, was ich erzähle, kann komplett falsch sein. Ich möchte irgendwie danach nicht verklagt werden, weil ich irgendwas gesagt habe. Und irgendjemand der Meinung war, das ist jetzt Gesetz. So, kommen wir mal zu den Vor- und Nachteilen. Ich habe da länger darüber nachgedacht, was ich da erzählen will. Das Problem ist, es hat wie vieles im Leben verschiedene Seiten. Verschiedene Sachen gibt es, Eigenschaften, die Selbstständigkeit hat. Das hat Vorteile, manchmal Nachteile. Ein klassischer Teil, warum man sich selbstständig macht, ist einfach, weil man die Unabhängigkeit wichtig findet. Zumindest ist es mir wichtig. Also ich finde es eigentlich ganz gut, dass ich sagen kann, okay, irgendwie das Projekt oder die Firma finde ich jetzt doof. Ich sage irgendwie, ich verlängere den Vertrag nicht mehr, beziehungsweise ich steige möglichst schnell aus. Und dadurch, dass man verschiedene Kunden hat, hat man dann auch viel Abwechslung. Hat natürlich auch den Nachteil, man hat nicht einen geregelten Arbeitsablauf, einen geregelten Leben, so dass man weiß, okay, ich werde jetzt irgendwie die nächsten Monate, die nächsten Jahre irgendwie in der gleichen Firma arbeiten, im gleichen Gebäude, wahrscheinlich mit den gleichen Chefs und den gleichen Arbeiten. Es ist natürlich auch was, wo man mit sozusagen klarkommen muss. Ein weiterer Punkt ist viel Reisen. Manche sagen, viel Reisen ist irgendwie ein Nachteil, andere sagen, es ist ein Vorteil. Muss man halt auf jeden Fall auch irgendwie einplanen. Man kann natürlich irgendwie sagen, ja, okay, ich mache mich selbstständig und irgendwie ich wohne in Hamburg oder Berlin, da gibt es genug Firmen, da kriege ich wahrscheinlich schon einen Job. Funktioniert vielleicht auch, aber im Zweifel ist es besser, wenn man sozusagen eine Reisebereitschaft hat und sagt, okay, mir macht es jetzt auch nichts aus, mal ein halbes Jahr am anderen Ende der Republik zu arbeiten oder in einem anderen Land. Man hat ein größeres Einkommen, allerdings auch ein größeres Risiko, dass man sein Projekt verliert und muss dann sozusagen aus seinen Reserven leben. Beziehungsweise, wenn die wirtschaftliche Lage mal nicht mehr so toll ist, es ist halt auch so, dass man der Erste ist, der irgendwie kein Geld mehr verdient. Ein wichtiger Punkt ist noch Arbeitszeit und Urlaub. Also im Prinzip kann man als Selbstständiger weitestgehend irgendwie entscheiden, wie viel man arbeiten will, wie viel Urlaub man macht oder auch nicht. Da komme ich, glaube ich, so ein bisschen zu dem Knackpunkt in der ganzen Geschichte und was man eigentlich braucht als Selbstständiger. Man muss Spaß an der Arbeit haben. Weil man braucht die Fähigkeit, sich selbst zu motivieren. Beziehungsweise anders gesagt, man muss sich selber treten können. Also man muss irgendwie sagen, ja, okay, ich habe eigentlich jetzt irgendwie gar keine Lust zu arbeiten. Ich müsste ja eigentlich auch nicht. Aber ich muss jetzt irgendwie trotzdem mal Akquise machen oder Steuererklärung. Im Normalfall hat man ja, wenn man festangestellt ist, hat man irgendwie seinen 35-Stunden-, 40-Stunden-Vertrag und weiß irgendwie bis zum Freitag, das ist ein relativ kurzer Zeitraum, den kann man überschätzen. Oder jeden Tag seine 8 Stunden. Jetzt muss ich arbeiten, irgendwie, dann hat man zwar keine Lust, aber man hat eher so dieses Pflichtgefühl. Das hat man als Freelancer nicht mehr. Oder je nachdem, wenn man halt vertraglich gerade gebunden ist, vielleicht schon eher, aber nicht zwangsläufig. Das heißt, man muss da wirklich auch sich sozusagen selber motivieren können, sich selber treten können, dass man jetzt die Dinge macht, wo man jetzt gerade vielleicht keine Lust drauf hat. Das ist zumindest, was mir auch schon aufgefallen ist, was bei vielen Leuten das Problem ist, warum sie irgendwie mit der Selbstständigkeit scheitern. So, was brauchen wir sonst noch? Klassiker ist irgendwie, man muss irgendwas wissen, wofür Leute ein Geld bezahlen. Also man muss irgendwas wissen, wovor Leute einen für dieses Wissen bezahlen. Das ist natürlich die Frage, was wird denn gesucht?
Zurzeit, also meiner Erfahrung natürlich nach, die ist vielleicht ein bisschen pierced, weil ich irgendwie selber Programmierer bin, sind es vor allem Programmiererinnen gesucht. Der Markt ist eigentlich gerade ganz gut. Werden aber natürlich auch Admins gesucht. Und was auch gesucht wird, ist irgendwie so Consulting in SAP-Bereich oder sowas. Da gibt es auch haufenweise Projekte, will aber, glaube ich, niemand hier machen oder wenige. Was ganz interessant sein wird in den nächsten Jahren, vermute ich, ist Embedded. Ich vermute, dass durch das Industrie 4.0 oder Smart Home, dass in dem Bereich wahrscheinlich einiges passieren wird und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren relativ viele Projekte geben wird. Security ist definitiv im Kommen. Das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern, denke ich. Was auch noch ein Bereich ist, was mir jetzt auffällt, weil ich mich auch ein bisschen in die Richtung spezialisiert habe, ist, häufig werden Entwickler gesucht. Das stellt sich aber dann raus, dass es doch total praktisch ist, wenn die Entwickler so ein bisschen Ahnung haben, nicht nur von ihrem Spezialgebiet, wo sie irgendwie programmieren können, ob das jetzt irgendwie Java ist, Go oder whatever, sondern auch so ein bisschen Kenntnisse haben, wie funktioniert eigentlich ein Software im laufenden Betrieb, was muss ich beachten, wie betreue ich die, wie baue ich überhaupt Software, die im laufenden Betrieb, die gut betreubar ist. Das ist so das, was ich unter dem Stichwort DevOps verstehe. Kommen ein bisschen mehr zu den Themen im Speziellen, die gesucht werden. Es wird, das ist wahrscheinlich ein bisschen doof, wenn die meisten finden, es wird eigentlich nicht das gesucht, was irgendwie gerade hip ist. Im Normalfall wird eher das gesucht, was schon Mainstream ist. Weil das, was hip ist, haben die Firmen nicht im Betrieb oder nicht in der Entwicklung. So, die wenigsten Firmen springen jetzt sofort auf jedes neue hippe Pferd auf, weil das ist natürlich jedes Mal mit einem Risiko verbunden. Wenn man sich jetzt anguckt bei den Programmiersprachen, was so gerade die Programmiersprachen sind, die am meisten gesucht werden, die Zahlen sind, oder die Liste ist jetzt Reihenfolge aus dem Turbi-Index, den wir am meisten kennen, wie auch aus einem großen Freelancer-Portal, wo halt Projekte ausgeschrieben sind. Das sind so die häufigsten. Das sieht man jetzt, dass irgendwie JavaScript ist jetzt gerade so zwar ein bisschen hip, aber es ist ja eigentlich auch eine relativ alte Sprache, die es schon lange gibt. PHP ist dabei, ist jetzt für mich nicht überraschend, aber ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, was irgendwie jeder machen will. Noch besser sieht man das zum Beispiel, wenn man jetzt in eine bestimmte Technologie anguckt, die Datenbanken. So das häufigste, was gesucht wird bei Datenbanken, ist Oracle. MySQL, der SQL-Server von Microsoft ist so das nächsthäufigste. Microsoft Access wird irgendwie häufig als Datenbank eingesetzt in Firmen. Kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt nachvollziehen, aber es ist so. DB2, weiß nicht, wie viele das gehört haben, aber es ist auch irgendwie eine alte Datenbank, wo es nicht irgendwie so spannend ist. Und die Leute suchen MySQL und nicht MariaDB. Ausnahmen gibt es natürlich auch. Es gibt einige unbeliebte Sprachen, mit denen sie ganz gut Geld verdienen lässt, so zum Beispiel, wenn man noch COBOL kann. Viele Banken haben das irgendwie noch im Einsatz. Die tun das auch nicht so schnell abschalten. Das heißt, wenn man in dem Bereich sich auskennt. Aber ist jetzt nicht so eine alte Sprache, aber ist halt auch eher was man jetzt irgendwie nicht unbedingt machen will. Oder Berlin. Ist halt einzig eine Ausnahme, weil wenn man hippe Sprachen programmieren will, kann man irgendwie nach Berlin gehen. Da gibt es sicherlich auch Projekte für in dem Bereich. Dadurch, dass da halt relativ viele Leute sind, die das machen wollen, sind da die Preise halt auch dementsprechend im Keller. Also im Vergleich zum Rest von Deutschland verdient man in Berlin mit Projekten am wenigsten. Und umso fancier das Projekt ist, umso mehr Leute wollen das Projekt machen, umso eher kriegt man weniger Geld. Ja. Kommen wir zu der Frage, wann gründen. Wenn man auf jeden Fall nicht gründen sollte, habe ich schon mal vorneweg, wenn man gerade stabile Verhältnisse braucht, zum Beispiel, weil man eine Familie gegründet hat, weil man gerade persönliche Probleme hat, irgendwelcher Art. So, also das ist an sich, sollte man irgendwie absehbar irgendwie klarkommen, weil an sich ist es schon auch ein bisschen Stress, irgendwie das Risiko ausgesetzt zu sein, nicht wissen, wann hat man das nächste Projekt. In den meisten Projektverträgen steht irgendwie drin, dass irgendwie die täglich kündbar sind. Also steht ein bisschen verklausuliert drin, aber de facto ist es so, der Kunde kann zum nächsten Tag sagen, ich brauche dich nicht mehr, ich rufe jetzt keine weiteren Stunden ab. Genau, was brauchen wir sonst? Berufserfahrung. Brauchen wir nicht unbedingt. Ich kenne auch ein paar, die sich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht haben. Das funktioniert auch. Es ist aber besser, wenn man ein bisschen Berufserfahrung hat, aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel hat man dann, wenn man eine Weile als Angestellter gearbeitet hat, so ein bisschen Einblick, wie Betriebe ticken, wie es so mit Führungshierarchien ist, welche Arten von irgendwie Menschen es da gibt, die welchen Einfluss haben. Aber wie gesagt, ist nicht zwangsweise nötig, ist aber besser. Das zweite große Punkt ist, denke ich, finanzielle Rücklagen. Ja, braucht man. Also zumindest definitiv besser.
Wie viel ist die gute Frage. Da muss man sich überlegen, wie viel Geld braucht man denn so im Monat, um jetzt irgendwie über die Runden zu kommen. Das kann man sich, kann jeder für sich selber ausdenken, wie viel das ist, wie viel Miete hat man, wie viel braucht man irgendwie für sonst seine sonstigen Eingaben. Man will sich auch nicht komplett einschränken, für irgendwie, je nachdem, was irgendwie sein Lebensstandard ist. Dann muss man sich überlegen, wie viele Monate will man denn ohne Geld auskommen? Was ist so die Zahl, die man irgendwie sinnvoll findet? Da ist so das Minimum, was ich empfehlen würde, man sollte 6 Monate nehmen. Und zwar aus folgenden Gründen. Man braucht Akquisezeit, man muss Projekte suchen. Manchmal ist es so, man hat irgendwie ein Projekt, das sieht so total aus, als ob das irgendwie jetzt sofort irgendwie kommt. Und dann dauert es ewig. Ich hatte jetzt im Januar ein Projekt, das sollte eigentlich zum 15. Januar anfangen. Die waren auch alle total Feuer und Flamme und wollten mich auch unbedingt haben. Ich habe jetzt vor 2 Wochen habe ich einen Vertrag bekommen. Ich habe in der Zwischenzeit natürlich irgendein anderes Projekt gesucht und das ist jetzt auch nicht mehr angenommen. Aber das hat mich trotzdem irgendwie im Januar einen Monat gekostet, wo ich halt nicht gearbeitet habe, sondern nur drauf gewartet habe, dass endlich dieser Vertrag kommt, der irgendwie jeden Tag kommen sollte. Das nächste ist Zahlungsfristen. Es ist nicht so, dass man irgendwie einen Tag arbeitet und dann bekommt man am nächsten Tag Geld, sondern man arbeitet irgendwie einen Monat, dann schreibt man irgendwie eine Rechnung und dann sind meistens in den Verträgen irgendwie Zahlungsziele von 40 Tagen oder sowas vereinbart. Das heißt, das dauert dann nochmal einen Monat, bis dann irgendwann Geld kommt. So kommt man in Summe irgendwie mit 6 Monaten, ist man dann, glaube ich, ganz gut dabei. Ich habe jetzt für mich als Regel gesetzt, ich möchte eigentlich 2 Jahre flüssig haben. Also das Geld, was ich brauche, um 2 Jahre über die Runden zu kommen, habe ich sozusagen immer mehr oder weniger bar rumliegen. Ist eine relativ hohe Zahl, muss man natürlich jetzt auch nicht unbedingt machen. Was man auch noch machen sollte, wäre sich überlegen, was hat man noch für besondere Ausgaben, die kommen könnten. Wie zum Beispiel, sein Auto geht kaputt und man muss aber mit dem Auto zum Kunden fahren. Das heißt, man braucht dann einen Ersatz. Wenn man jetzt irgendwie nicht ein Auto hat, hat man vielleicht trotzdem irgendwie wohnt in Karlsruhe, hat einen Kunden in Frankfurt, muss da irgendwie hinkommen. Die Reisekosten sind dann auch schnell was irgendwie ein bisschen ins Geld geht, wenn man mit Bahn fährt oder sowas. IT braucht natürlich irgendwie ein Notebook oder irgendwie sonstige Hardware, die man potenziell ersetzen muss, wenn sie kaputt geht. Das weiß man ja auch nicht vorher. Ansonsten braucht man natürlich nur alle Dinge, die man sonst irgendwie zum Leben braucht, wie zum Beispiel eine Spülmaschine. Oder, komme ich aber später auch nochmal darauf zurück, man muss ein bisschen Geld zurücklegen für die Steuer, weil die manchmal en bloc in größeren Beträgen kommt. Genau, wenn man jetzt irgendwie die Sachen, die ich jetzt genannt habe, irgendwie mal zusammenpackt, dann kriegt man irgendwie so folgende lustige Formel raus. Dann kann man sich mal so grob überschlagen, was man dann hat. Kann natürlich jetzt auch noch mit so einem Risikofaktor arbeiten und sagen, ja gut, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass alles gleichzeitig kaputt geht. Oder ich jetzt am Anfang kann ich auch mal irgendwie mit ein bisschen weniger Geld zurechtkommen und schränke das Ganze ein bisschen ein. Man verdient ja dann, sobald man irgendwie ein Projekt ist, auch wieder ein bisschen mehr, wo man sozusagen einen Risikozuschlag hat, um diese Nicht-Projektzeiten dann auszugleichen. Genau, ich denke, der andere wichtige Punkt zu der Frage, wann man gründet, ist, wenn es Bedarf gibt. So. Also man braucht irgendwie einen Markt, es muss Firmen geben, die jetzt gerade irgendwie die Leute suchen in dem Bereich, wo man sich selbstständig machen will. Wenn man jetzt irgendwie in der IT unterwegs ist, ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt. Also der Markt ist ziemlich gut. Auch einer der Gründe, warum ich überlegt habe, mir den Vortrag zu halten. So, dann ist jetzt die Frage, so, was muss man denn alles tun, wenn man sich selbstständig macht? Da gibt es irgendwie so eine Ladung rechtlicher Anforderungen, die man erfüllen muss. Zum Beispiel muss man sich überlegen, ist man selbstständig oder ist man freiberuflich? Das sind Unterschiede. Man kann nämlich zum Beispiel ein Gewerbe anmelden, dann ist man eben kein Freiberufler. Was ist denn ein Freiberufler? Ich hatte das ja auch im Einleitungstext irgendwie gesagt, ich bin irgendwie Freiberufler und Grundlage dafür ist das Einkommensteuergesetz § 18. Da gibt es so eine Liste von Berufen, die sogenannten Katalogberufe. Das sind halt Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten. Was nicht drin steht, sind Softwareentwickler, Programmierer und Informatiker. Allerdings steht drin und ähnliche Berufe. Da fallen Informatiker drunter, wenn die bestimmte Constraints einhalten. Das ist, man braucht nachweisbares Wissen. Also wenn man sich die Liste angeguckt hat, das sind eigentlich fast alles Berufe, wo man studiert haben muss. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Studium hat, hat man nachweisbar das Wissen. Alternative ist, man kann auch sagen, okay, ich habe 10 Jahre Berufserfahrung, kann die nachweisen, ich habe irgendwie Fortbildungen gemacht,
Kurse belegt, irgendwie Zertifizierung oder sowas, das würde auch reichen. Also man braucht nicht zwangsläufig ein Studium. Was man nicht machen darf, man darf nicht sozusagen ein klassisches Gewerbe sein, zum Beispiel der Imbissbudenbesitzer irgendwie um die Ecke, der irgendwie vielleicht auch studiert hat, vielleicht sogar Gastro, ist trotzdem nicht selbstständig. Er ist selbstständig, aber kein Freiberufler. Man darf nämlich nicht Dinge irgendwie einkaufen und weiterverkaufen oder verarbeiten. Das ist so klassisches Gewerbe, was man tut. Was man auch nicht machen sollte, ist so ein Stück Software programmieren und das dann an mehrere Kunden in der gleichen Art, also ohne es zu verändern, weiterzuverkaufen. Dann ist man nämlich auch ein Gewerbe. Warum will man überhaupt Freiberufler sein? Hat ein paar Vorteile. Man muss zum Beispiel, wird die Steuererklärung einfahren. Man muss zum Beispiel nicht bilanzieren, wenn man über bestimmte Beträge kommt. Man muss keine Gewerbesteuer abführen. Sicherlich einer der Punkte, warum relativ viele das, die Freiberufler machen, sich dafür entscheiden. Und man muss nicht in der IHK sein. Die Nachteile sind relativ eingeschränkt. Das Einzige, was man halt nicht machen darf, ist Handel und Verkauf. Aber dafür meldet man einfach ein zweites Gewerbe an, wenn man das machen will. Dagegen spricht ja nichts. So, wenn man sich jetzt entschieden hat, ich gehe jetzt mal von aus, man will Freiberufler machen, ist noch die Frage, was für eine Rechtsform man nimmt. Wenn man alleine ist, ist es relativ einfach. Dann ist man Einzelunternehmer. Wenn man sich jetzt mit anderen zusammentut, wenn man sagt, okay, ich möchte irgendwie ein paar Synergieeffekte nutzen, zum Beispiel brauchen wir nur ein Büro oder sowas, dann gibt es zwei Optionen. Die Gesellschaft des bürgerlichen Rechtes, das ist so der Klassiker, den auch Gewerbetreibende wählen können. Man haftet allerdings in dem Fall sozusagen auch für Sachen, die die anderen verbocken. Da gibt es noch diese zweite Form, die Partnerschaftsgesellschaft. Die hat genau dieses Ding nicht. Das heißt, wenn ein Kollege irgendeinen Fehler macht bei einem Kunden, haftet man in dem Fall nicht für den Fehler des Kunden. Man haftet aber trotzdem für irgendwie ausstehende Mietzahlungen zum Beispiel. Ist auf jeden Fall eine interessante Gesellschaft. Hatte ich auch ein bisschen mehr dazu, habe ich aber leider wegen Zeitgründen rausgeworfen. Für die restlichen Sachen, wenn man jetzt sagt, man will ein Gewerbe anmelden, gibt es im Internet irgendwie genug Informationen. Habe ich auch nicht im Vortrag. Steuern, das Lieblingsthema. Zu Beginn muss man eigentlich relativ wenig machen als Freiberufler. Man sagt dem Finanzamt sozusagen Bescheid, dass man irgendwie jetzt freiberuflich tätig ist. Dafür gibt es diesen Fragebogen. Da sagt man in dem ersten Feld, wo es da gibt, wo man angeben kann, Art des ausgeübten Gewerbes bzw. der Tätigkeit. Schreibt mal rein, irgendwie man programmiert Software für irgendwie folgenden Bereich. Man sollte nicht reinschreiben, wenn man Freiberufler sein will, dass man irgendwie Hard- und Software verkauft. Dann gibt es da noch so eine Liste von Checkboxen, wo man sagen kann, wie man denn seine Daten einreichen will ans Finanzamt, dass das irgendwie die Steuer berechnen kann. Dann nimmt man die Einnahmenüberschussrechnung, das ist das Einfachste. Und was man machen sollte, ist die Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten. Das bedeutet, normalerweise ist es so, wenn man jetzt eine Rechnung an den Kunden stellt, dann will das Finanzamt in dem Moment, wo man die Rechnung stellt, das Geld von einem. Auch wenn man das Geld noch nicht hat. Selbst wenn der Kunde dann irgendwann erst sagt, ja gut, ich habe gerade irgendwie Zahlungsprobleme, ich kann das erst in einem halben Jahr geben, so, dann zahlst du trotzdem deine Umsatzsteuer oder Einkommensteuer vor. Deswegen willst du nach vereinnahmten Entgelten haben. Dann zahlt man nur Steuern für das Geld, was man auch wirklich bekommen hat. Relativ viel diskutiert, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat, wird auch das Thema Kleinunternehmenregelung. Finde ich an sich relativ unwichtig, hilft nämlich nur eigentlich im ersten oder in den ersten Jahren, weil man relativ schnell über diese Grenze drüber kommt, wo man das überhaupt machen darf. Das sind, glaube ich, 20.000 Euro über mehrere Jahre oder 50 in einem Jahr. Wenn man als Freelancer in IT tätig ist, kommt man da recht schnell drüber. Und es ist auch finanziell, hat das eigentlich eher Nachteile, Vorteile. Es hängt so ein bisschen ab, wie man die Firma führt, was man irgendwie alles angibt. Aber macht an sich nicht viel aus. Also kann man ruhig weglassen und es gleich sozusagen richtig machen. Was wegfallen würde bei der Kleinunternehmerregelung, wäre diese ganze Umsatzsteuergeschichte. Da muss man einmal monatlich wahrscheinlich irgendwie eine Umsatzsteuervoranmeldung machen, indem man dem Finanzamt sagt, ich habe so und so viel Umsatzsteuer eingenommen oder ausgegeben. Da ist es vor allem wichtig, das Finanzamt, der Grund, warum es das gibt, ist, das Finanzamt will Geld, dass du, also Umsatzsteuer funktioniert ja so. Man stellt einem Kunden eine Rechnung und dann schlägt man noch die 19% auf und zieht das Geld sozusagen beim Kunden schon ein für das Finanzamt und das Geld gibt man nachher dem Finanzamt weiter.
das Geld, was man für das Finanzamt eingenommen hat, das will das Finanzamt möglichst schnell haben. Dafür gibt es diese Voranmeldung. Das heißt, die gibt man auf jeden Fall an. So zum Beispiel, wenn ich jetzt, was ich zum Beispiel eigentlich im Normalfall vergesse, ist meine Domains, da ist natürlich auch Umsatzsteuer drauf. Die tue ich bei der Umsatzvoranmeldung irgendwie nicht angeben. Das mache ich bei der jährlichen, wo ich dann alles detailliert mal angebe. Weil da kriege ich irgendwie vom Finanzamt nachher irgendwie 30 Cent oder sowas wieder. Das ist halt, ja, macht dann in dem Fall nicht so viel aus. Der zweite große Block ist die Einkommensteuererklärung, die man machen muss. Da hatte ich ja vorhin gesagt, man will die Einnahmenüberschussrechnung machen. Das Alternative wäre zum Beispiel bilanzieren. Ist deutlich aufwendiger. Wenn man irgendwie einen Masochismus in die Richtung hat, kann man das natürlich auch machen. Einnahmenüberschussrechnung funktioniert eigentlich ganz einfach. Man nimmt alle Einnahmen, die man hatte, listet die auf, nimmt alle Ausgaben, die man hat, listet die auf, zieht die Ausgaben von den Einnahmen ab und gibt dann den Betrag ans Finanzamt und dann weiß das, sagt das einem, wie viel man Steuer zahlen muss dafür. Man kann das Ganze online machen. Dafür gibt es irgendein, das ist Elster Online. Was ich bei meinem ersten Firma benutzt habe, war so ein Steuerprogramm, das dann eigentlich auch ziemlich gut funktioniert, vor allem, weil das gleichzeitig die Umsatzsteuerberechnung und die Einkommensteuerberechnung gleichzeitig macht, muss die Daten nur einmal pflegen. Ist sozusagen eine Empfehlung, falls man sich nicht für einen Steuerberater entscheidet. Die Einkommensteuererklärung muss man bis Ende Mai abgeben, also jetzt. Außer man schreibt ein formloses Schreiben ans Finanzamt und sagt, ich brauche noch ein bisschen, dann kriegt man im Normalfall problemlos bis September Zeit. Das ist auch Standard, wenn man irgendwie einen Steuerberater hat. Wozu wir noch zu dem Punkt kommen. Da ist es so, man muss sich halt überlegen, so was ist mein Stundensatz? Wie viel ist meine Effizienz, wenn ich irgendwie meine Steuererklärung mache? Irgendwie, ich muss mich in alle möglichen Details einlesen. Oder vielleicht einmal aus irgendwelchen Gründen schon selber Vorbildung in dem Bereich, ist die eigene Effizienz relativ hoch. Wenn man das ein paar Jahre schon gemacht hat, ist die wahrscheinlich auch ein bisschen höher. Im Gegensatz zu dem Stundenlohn von einem Steuerberater oder einer Buchhalterin oder einem Buchhalter und der Effizienz von den Leuten. Also wenn ich halt irgendwie 4 Stunden brauche und der Steuerberater 2 und selbst der Steuerberater hat einen höheren Satz, dann ist der trotzdem wahrscheinlich noch in der Summe günstiger, wenn ich die 2 Stunden arbeite und ihm nachher das Geld gebe. Ein wichtiger Punkt noch, was man beachten muss, ist Aufbewahrungsfristen. Man muss alle Rechnungen, die man schreibt oder die man bekommt, die man der Steuer angibt, muss man 10 Jahre aufheben. Das kann man sowohl digital als auch analog machen. Man muss halt irgendwie aufpassen, 10 Jahre sind nicht unbedingt was Übliches, was Festplatten aushalten, selbst wenn sie nur rumliegen. Also nicht unbedingt. Was man auch machen kann, man kann das irgendwie an Dienstleister auslagern. Zum Beispiel den Steuerberater und dem dann einfach sagen, so hier, du hast sowieso alle Unterlagen, heb die mal auch 10 Jahre auf. Normalerweise gibt es so Steuerberater irgendwie länger wie 10 Jahre. Genau, so hat man das Problem dann auch ganz elegant und umschifft, auch wenn es dann eine Steuerprüfung zum Beispiel gibt, eine kleine, kann man theoretisch eigentlich denen sagen, ja, der Steuerberater, der hat alle Daten, geht bei dem vorbei, der kaut das im Zweifel auch irgendwie im Detail mit euch durch und kümmert sich um das Ganze. Was man ein bisschen aufpassen muss, ist, man sollte Rücklagen für den ersten Bescheid machen. Das heißt, man hat irgendwie dann ein Jahr lang gearbeitet, macht dann seine Steuererklärung im nächsten Jahr. Und wenn der erste Steuerbescheid dann kommt, dann wird es meistens relativ teuer. Und zwar das 2 Gründe. Erstens kommt die Steuerabrechnung für das komplette Jahr, was irgendwie on block dann meistens eine ganz schöne Summe ist. Plus es kommt die Vorauszahlung für das aktuell laufende Jahr. Das heißt, man zahlt sozusagen irgendwie das Doppelte, was man irgendwie in Steuer zahlen müsste fast. Wobei das fürs laufende Jahr halt gesplittet wird in Viertel, glaube ich. Aber wenn man halt sich ein bisschen Zeit gelassen hat mit der Steuererklärung, dann wollen die halt irgendwie gleich irgendwie die ersten 2, 3 Viertel auf einmal. Da muss man dran denken, dass man da ein bisschen Rücklagen bildet. Ich habe jetzt noch ein paar generelle Tipps, die sich irgendwie bei mir bewährt haben. Das ist einmal ein Firmenkonto anlegen. Dann geht er einfach zur Bank und sagt, man hätte gerne ein zweites Konto. Im Prinzip, wenn man denen nicht unbedingt auf die Nase bindet, dass es irgendwie sein Firmenkonto ist, dann geben die das einem kostenlos. Es gibt aber auch Banken, die sagen explizit, wir haben Konten für Freelancer und Selbstständige. Kosten dann meistens ein bisschen Geld. Ist aber, fand ich jetzt auch nicht so problematisch. Im Zweifel setzt man das ja auch von der Steuer ab. Es hat mehrere Gründe, warum man ein Firmenkonto haben will. Das ist einmal,
Separation of Concern, was mit Programmieren Sinn macht, macht auch in der Realwelt manchmal Sinn. Und zwar trennt man einfach irgendwie private Sachen von geschäftlichen Sachen. Hat man dann einfach einen besseren Überblick über zum Beispiel die Ausgaben. Gerade auf dem Firmenkonto ist es halt häufig so, dass man relativ hohe Schwankungen hat. Man kriegt irgendwie die Zahlung von irgendwie einem Projekt, dann ist es irgendwie, geht's mal irgendwie ein paar tausend hoch, dann kommt irgendwie ein paar Tage später das Finanzamt und holt sich die Hälfte wieder. Und so ist es dort erstmal relativ wenig, es ist kein Konstant, während man auf irgendwie auf einem normalen Privatkonto sieht's ja meistens so aus. Man hat irgendwie am Anfang des Monats kommt irgendwie Geld, dann geht's irgendwie runter bis zum Ende des Monats und dann geht's wieder, wird man gleich einen Betrag wieder hoch und runter. So. Und dann, das, so hat man auch einen ganz guten Überblick über seine Ausgaben. Das andere Praktische ist, auf mein privates Konto mag ich jetzt eigentlich niemand irgendwie Zugriff geben, weil da laufen ja irgendwie tendenziell dann schon irgendwie auch private Überweisungen rüber und so weiter, wo niemand was angehen. Firmenkonto habe ich jetzt meinem Steuerberater einfach Zugriff drauf gegeben, Lesenden. Die haben da Schnittstellen für. Das heißt, der weiß automatisch, da ging Folgendes weg, das kann er irgendwie gleich buchen, beziehungsweise kann mich daran erinnern, dass ich vergessen habe, irgendwelche Rechnungen einzureichen. Was ich auch gemacht habe, was ich bewährt hatte, ich habe von meinem Firmenkonto einen Dauerauftrag eingerichtet, der mir, mein Firmenkonto überweist mir mein Privatkonto sozusagen ein Gehalt. Von habe ich mir halt überlegt, wie viel Geld brauche ich. Und das tue ich mir sozusagen monatlich auf mein Privatkonto überweisen. So kann ich dann schön, habe ich dann auch schön diese Standard-Zickzack-Linie auf meinem Privatkonto und sehe, wenn ich irgendwie zu viel Geld ausgebe oder zu wenig. Ein Ding, wo ich selber drüber gestolpert bin, ist die sozialen Betriebsversicherungen alle aufs Firmenkonto packen, weil gerade so Krankenkasse und so weiter, das wird alles von der Steuer abgesetzt. Das heißt, das ist was, wo der den Steuerberater sowieso interessiert. Deswegen, und es sind ja teilweise, ist es auch gerade in den ersten Jahren ein bisschen schwankend, weil die Krankenkassen, also zumindest die gesetzliche, richtet sich ja nach dem Einkommen. Das heißt, wenn man halt entsprechend viel verdient hat, dann kommen die und sagen, ja, wir hätten dann doch gern für das letzte Jahr noch mal ein bisschen Geld nachträglich. Und dann ist das auch mal ein größerer Block. Man kann verschiedene Zuschüsse beantragen. Die meisten Sachen sind allerdings darauf ausgelegt, auf wenn man macht ein Startup, hat irgendwie, will irgendein lustiges Produkt entwickeln, hat irgendwie über einen längeren Zeitraum keine Einnahmen, was jetzt, wenn man irgendwie klassisch Freelancer ist, nicht unbedingt der Fall ist. Aber im Prinzip gibt es auch verschiedene Firmen, die Gründungsberatungen anbieten, die einem dann auch sagen, ja okay, bei dir würde irgendwie noch folgende Förderung passen oder ähnliches. Was auf jeden Fall geht, ist der Gründungszuschuss vom Arbeitsamt. Das Einzige, was man dafür braucht, ist ein Anspruch auf Arbeitslosengeld. Das heißt, wenn man irgendwie aktuell festangestellt ist, dann kündigt man, wenn man sich selbstständig machen will, wartet 3 Monate, danach ist man dann aus dieser Sperrfrist raus und dann hat man Anspruch auf Arbeitslosengeld. Und dann geht man zum Arbeitsamt und sagt, ja, ich möchte irgendwie mich selbstständig machen. Ich habe hier irgendwie, so sieht irgendwie mein Businessplan aus. Den muss man sich dann von irgendjemand angucken lassen, der auf der Liste von denen steht. Die sind manchmal sinnvoll, manchmal nicht. Aber das ist alles relativ problemlos und man kriegt dann, obwohl man sozusagen wieder arbeitet als Selbstständiger, weiterhin für 6 Monate Arbeitslosengeld. Das Geld muss man auch nicht zurückzahlen, egal wie viel man verdient. Das heißt, selbst wenn man dann irgendwie anfängt, in den ersten 6 Monaten schon ordentlich Geld zu verdienen, das Geld hat man trotzdem. Hilft, dass man am Anfang seine Rücklagen nicht sofort aufbraucht. Weil ansonsten müsste man ja erstmal anfangen mit irgendwie Akquise für Monate und so, und dann fehlt einem das Geld relativ schnell in den Rücklagen, wenn es dann nicht sofort so losläuft, wie man sich das gedacht hat. Wenn man Verträge abschließt, ich gehe jetzt in dem Fall von dem klassischen Modell aus, wo man als Freelance hat. Also man, es ist selten, leider selten so, dass man direkt an die Kunden rankommt. Gerade große Firmen machen eigentlich fast immer Verträge über Vermittler. Die gehen halt zu irgendwelchen Vermittlern und sagen, wir brauchen N Leute, die irgendwie folgende Qualifikation haben, und die rennen dann los und suchen. Bei diesen Vermittlern gibt es ein paar, die ganz ordentliche Provisionen kassieren. Bei vielen weiß man es leider nicht. Man kann da nur vermuten, man weiß halt, also es ist dann auch vertraglich geregelt, dass man irgendwie seine eigentliche Firma, bei der man arbeitet, nicht fragen darf, was die zahlen, und die Firma darf nicht fragen, was man selber rauskriegt, und der Vermittler steckt sich dann ganz schön was in die Tasche. Da gibt es dieses Open Book. Das bedeutet, dass der Vermittler mit offenen Karten spielt und sagt, okay, ich kriege irgendwie 100 Euro vom Endkunden und zahle irgendwie 90 Euro an dich aus und 10 Euro stecke ich mir ein. Also so 10% ist das, was auch marktüblich ist und was okay ist. Teilweise gibt es aber Geschichten von Firmen, die irgendwie dann 20-30% eingesteckt haben, was absurd ist für die Leistung, die bieten.
Zahlungsfristen gibt es auch absurde Beispiele. Eine Geschichte, die ich gehört habe, war einer, der Zahlungsziel hatte, 6 Monate zum Projektende bei 6 Monate Laufzeit von dem Projekt. Das heißt, er hat irgendwie gearbeitet und ein Jahr später Geld bekommen. Also da ist normal unter 2 Monaten. So. Also ich habe einen Kunden gehabt, der hat irgendwie 10 Tage drinstehen gehabt. Manche Vermittler machen das auch so, dass sie sagen, sie machen irgendwie 4 Wochen. Wenn du das Geld schneller haben willst, dann irgendwie 3% Skonto. Gibt es verschiedene Variationen, aber alles über 2 Monate würde ich auch einfach per se nicht machen. Das nächste, was ich nicht machen würde, sind Kettengeschäfte. Das gibt dann irgendwie Vermittler, die einfach gucken, was andere Vermittler im Angebot haben und das wiederum anbieten. Und dann tut jeder Vermittler in dieser Kette, der dann irgendwie drin sitzt, irgendwie seinen Teil abknipsen und dann bleibt relativ wenig übrig. Und wenn es Probleme gibt, dann ist es natürlich so, dass jeder in der Kette dem anderen die Schuld gibt. Also im Prinzip, man will das so kurz wie möglich haben. Das heißt, entweder direkt mit dem Endkunden einen Vertrag haben oder ein Vermittler dazwischen, mehr nicht. Nächste Frage, was verlangt man denn so als Freelancer? Man macht in dem Fall einfach eine Marktanalyse, wie man es bei jedem anderen Ding auch machen würde, und guckt, was gibt denn der Markt so her. Wenn man jetzt faul ist, kann man einfach mal auf die Webseite von Gulp, das ist ein ziemlich großes Vermittlungsportal, gehen. Die haben so einen Stundensatzkalkulator, da schreibt man dann irgendwie, was weiß ich, rein, C++, Embedded, Linux, wo, und drückt Enter. Und dann wirft das einem so 10 Angebote, die es gerade gibt, entgegen und sagt, ja, tendenziell kann sie irgendwie 80 Euro verlangen oder sowas. Im Prinzip würde ich da aber auch mal generell verschiedene Portale angucken und mal gucken, was ist denn so marktüblich, was gibt's denn da? Je nachdem, wenn man sagt, irgendwie, ja, ich habe gerade angefangen, ich will jetzt irgendwie wirklich schnell ein Projekt haben, kann man ein bisschen runtergehen mit dem Satz. Aktuell ist der Markt eigentlich so, wenn man irgendwie ein ordentliches Profil hat, hat man so schnell so viele Anfragen, dass man auch vielleicht sagen kann, okay, eigentlich ist gerade 80 üblich, aber der Markt ist gerade so. Wir leben ja im Kapitalismus, die Nachfrage ist groß, also geht der Preis hoch. Genau, Akquise, das hatte ich gerade schon angesprochen. Es gibt ja diese Vermittler. Im Prinzip sieht die Akquise bei mir so aus, ich habe ein Profil. Also ich habe mir einmal so überlegt, komme ich aber gleich noch zu, was irgendwie alles mein Angebot ausmacht. Und habe das dann bei Vermittlerportalen angegeben. Habe meine eigene Webseite. Habe ein paar Vermittlern das Profil zugeschickt. Die kommen dann relativ schnell, wenn man irgendwie auf Xing oder LinkedIn schreibt, ja, ich bin selbstständiger Freelancer, ich suche irgendwie Projekte. Dann hat man da schnell das Postfach voll mit irgendwelchen Leuten, die einem dann von einem irgendwie wollen, dass man bei denen anfängt oder zumindest mal das Profil zuschickt. Was natürlich auch immer gut funktioniert, sind Empfehlungen von anderen Leuten. Das heißt, gerade wenn man ein bisschen im Geschäft ist, hat man dann irgendwie schon ein paar Kunden gehabt. Gerade große Firmen haben häufig Bedarf, auch länger nach Freelancern, vielleicht nicht das Team, aber dann anders. Und so kommt man dann auch, wenn man mal da so ein bisschen ein Netzwerk geknüpft hat, auch immer wieder ganz gut an neue Aufträge. Genau, ich hatte schon gesagt, das Wichtige ist das Profil. An sich besteht das aus 3 Sachen, die man da haben muss. Das sind einmal, man sollte irgendwie sich überlegen, was sind die Rahmenbedingungen, die Kenntnisse, und die man hat, und welche Projekte hat man schon gemacht. Bei den Rahmenbedingungen ist das, man kann natürlich jetzt hingehen und sagen, okay, ich kann irgendwie alles Mögliche. Das Problem ist, dass die Vermittler dann einem das A nicht glauben und alles kann. Und im Zweifel nehmen die eher jemanden, der sich auf ein bestimmtes Thema spezialisiert hat. Das heißt, man sucht sich jetzt halt irgendein spezielles Thema raus und sagt, okay, in dem Bereich würde ich gerne arbeiten, das ist irgendwie jetzt mein Schwerpunkt, guckt, dass man in dem Bereich dann auch ein Projekt kriegt. Man sagt, wann man verfügbar ist, also entweder sofort oder wann halt das aktuelle Projekt, was man gerade hat, beendet wird. Oder man aus der Kündigungsfrist zum Beispiel raus ist von seinem aktuellen Arbeitgeber, wo man noch festangestellt ist. Und man überlegt sich sein Einsatzgebiet, wo man irgendwie tätig werden will. Und was man zumindest auf Nachfrage angeben können sollte, wäre der Stundensatz. Das ist die erste Frage, die ein Vermittler stellt. Man kann es auch direkt aufs Profil schreiben. Was ich mache, ich gebe meinen Stundensatz exklusive Reisekosten an. Die fragen dann meistens inklusive Reisekosten, weil das für die relevant ist. Gebe ich aber nicht pauschal an. Sondern ich überlege mir, okay, der Kunde sitzt jetzt irgendwie in München, da ist das Hotel schweineteuer, da muss ich irgendwie weit mit dem Zug hinfahren. Da schlage ich, keine Ahnung, München würde ich jetzt 12 Euro oder sowas aufschlagen.
Ich mag München als Stadt auch nicht so, deswegen wird es wahrscheinlich ein bisschen teurer. Im Zweifel kann man auch sowas reinspielen lassen. Also keine Ahnung, Hamburg mag ich, da bin ich meistens ein bisschen günstiger, als es eigentlich ist. Aber so kann man natürlich auch ein bisschen steuern, wo man dann eher ein Projekt kriegt. Kenntnisse. Das ist, an sich ist es eine lange Liste, wo man dann hat im Profil von den Dingen, die man alles kann. Und man schreibt alles rein. Also ich habe hier zum Beispiel das objektorientierte Programmierung, können wahrscheinlich die meisten Programmierer, schreibt man trotzdem rein. Was das mit den Vermittlern funktioniert meistens so, die haben da irgendwelche Kräfte sitzen, die nicht irgendwas in der Richtung gelernt haben. Sondern was die kriegen dann ein Profil, da steht drin, Kunde X sucht folgende Fähigkeiten. Und dann stehen da irgendwie 10 Sachen drin und dann suchen die Leute, die genau diese 10 Sachen haben. Die wissen allerdings nicht, dass OOP, also nehmen wir der OOP kann, auch gleich objektorientierte Architektur kann, vermutlich. So, deswegen schreibt man nicht nur objektorientierte Architektur rein, sondern auch objektorientierte Programmierung. Das gleiche natürlich mit Modellierung oder Design. Deswegen wird das eine lange Liste. Im Prinzip, die guckt sich auch niemand wirklich an, die Liste, sondern die ist halt, die gucken, die suchen halt mit Steuerung F durch das Profil und gucken, ob das Schlagwort, was sie gerade suchen, drin steht. Und man schreibt das natürlich auch aus. Was ich auch noch bei mir gemacht habe, ich habe bei den verschiedenen Eigenschaften angegeben, wie gut ich das kann. Es gibt irgendwie ein paar Sachen, die kann ich halt irgendwie so, mit denen habe ich schon mal ein bisschen was gearbeitet und es gibt die Sachen, in denen ich halt richtig gut bin. Deswegen habe ich so irgendwie bei mir auf der Webseite irgendwie so 5 Sterne, die sind halt entweder voll oder nicht voll, je nachdem, wie gut ich das kann. Fanden die bisher ganz hilfreich, die Vermittler, um das einschätzen zu können. Das Wichtigste ist allerdings Projekte, weil in den Kenntnissen kann ja jeder reinschreiben, was er will. Kann man theoretisch bei den Projekten auch. Machen wohl weniger, keine Ahnung. Bei Projekten habe ich auch, wo ich angefangen habe, vor allem drinstehen gehabt, meine Projekte aus Festanstellung, die ich irgendwie beim Kunden gemacht habe oder bei meinem Arbeitgeber damals gemacht habe. Man schreibt üblicherweise rein den Zeitraum, von wann das Projekt ging, von wann bis wann, welches Unternehmen, beziehungsweise zumindest die Branche. Man schreibt einen kurzen Text rein, was man als Aufgaben gemacht hat, irgendwie Programmierung für ein Modul, für CRM, whatever. Und man macht eine Liste der Technologien, die man verwendet hat. Was nämlich die Vermittler machen, nachdem sie irgendwie geguckt haben, ob in der Kenntnisliste alles drinsteht, sie gucken, ob man auch Projekte gemacht hat mit diesen Fähigkeiten. Das heißt, auch bei verwendenden Technologien steht wieder drin, ich habe objektorientiert programmiert. Teilweise gibt es sogar bei den, ich glaube bei freelance.de ist es so, dass du diese Liste, die Liste der Kenntnisse gar nicht selber pflegen kannst, sondern die generieren die aus deinen Projekten raus. Also es ist, wie gesagt, am Anfang auf jeden Fall auch die so irgendwelche Projekte aus der Festanstellung angeben. Sonst hat man nämlich ein ziemlich leeres Profil. Und dann nehmen die im Zweifel halt jemanden, der ein aussagekräftigeres hat. Einen anderen Punkt, wo man mal drüber nachdenken sollte, ist Interessenvertretung. Wenn man jetzt Arbeitnehmer ist, ist es relativ einfach. Da hat man irgendwelche Gewerkschaften, die sich irgendwie so ein bisschen um einen kümmern, dass man irgendwie auch irgendwann mehr Gehalt bekommt, dass irgendwie die Gesetzeslage nicht scheiße wird. Oder dass irgendwie irgendwelche Gesetze gemacht werden, die einem das Arbeiten verbieten. Deswegen an sich ist Lobbyarbeit nicht schlecht. Die Frage ist, wie man es macht und welche Ziele man verfolgt und ob man das irgendwie offen kommuniziert, welche Ziele man verfolgt. Für Arbeitnehmer, hatte ich gesagt, gibt es Gewerkschaften. Für irgendwie große Firmen gibt es Arbeitgeberverbände. Bei Selbstständigen gibt es auch was, ein bisschen was. Und zwar habe ich jetzt gefunden, 2 Vereine, die sind allerdings relativ klein, die haben jeweils ein paar tausend Mitglieder. Das heißt, die Lobbymacht von denen ist auch eher so ein bisschen. Ein Problem, wo ich jetzt auch gleich noch mal dazu komme, Scheinselbstständigkeit. Da gab es jetzt eine große Kampagne, weil es eine neue Gesetzesnovelle gibt. Gab es nur deswegen eine große Kampagne, weil sich die Allianz für selbstständige Wissensarbeit eingemischt hat. Das ist kein Berufsverband von Selbstständigen, sondern der Berufsverband der Vermittler. Oder ein Zusammenschluss von den verschiedenen großen Vermittlern, die es in Deutschland gibt. Die haben dann nämlich ein bisschen Geld in die Hand genommen und gedacht, okay, wenn die ganzen Selbstständigen weggekillt werden, dann fällt uns die Wirtschaftsgrundlage weg. Deswegen haben die dann irgendwie da auch mal ein bisschen investiert. Das Problem ist, wenn ein Verband halt klein ist, also ich weiß nicht, ob die überhaupt eine festangestellte Person haben, die irgendwie ab und zu sich mit Politikern trifft und mit denen mal irgendwie so ein bisschen die Klagen der Selbstständigen berichtet. Das ist, wie gesagt, an einem Beispiel, an einem Gesetzesvorschlag, der da kam, hat man gesehen, dass
offensichtlich da niemand mit denen geredet hat, der sich irgendwie auskennt damit, wie irgendwie Projekte in der IT funktionieren mit Selbstständigen. Was es auch noch gibt, es gibt noch zwei Genossenschaften. Ich habe die deswegen drin, weil ich eigentlich die Genossenschaftsidee ziemlich gut finde. Das sind beides Vermittlergenossenschaften. Der Vorteil, was man bei so einer Genossenschaft hat, ist, man ist selber Mitglied und die haben nicht das Ziel, ihren Aktionären möglichst viel Geld zu geben, sondern ihre Mitglieder möglichst effizient zu möglichst effizienten Mitgliedern zu helfen der Genossenschaft. Von dem her finde ich die Idee generell unterstützenswert. Das sind die beiden, die ich jetzt gefunden habe, die es gibt. Sind aber, glaube ich, auch relativ im Vergleich zu den großen reingewinnorientierten Gesellschaften, Vermittlern noch relativ klein. Ja. Jetzt habe ich noch einen großen Block zu Versicherungen. Wenn man nämlich sich selbstständig macht, ändert sich so ein bisschen was daran, wie man versichert ist und man muss sich um ein paar Sachen selber kümmern. Vorweg ein Ding, was ich aus meinem Wirtschaftsinformatik-Studium mitgenommen habe, beziehungsweise aus der Vorlesung Versicherung, das war, glaube ich, auch das Einzige, ist, man braucht Versicherungen genau für die Risiken, die man selbst nicht tragen kann. Das heißt zum Beispiel, so ein Klassiker, was es gibt, sind Handyversicherungen. Das braucht man nicht so. Entweder, also im Normalfall hat man irgendwie im Notfall dann schon die 200 Euro, um sich ein neues Handy zu kaufen. Versicherungen funktionieren ja so, die beschäftigen sich ziemlich viel damit, wie häufig es ist, dass der Versicherungsfall eintritt. Und dann verteilen sie die Kosten von allen für diesen einen Versicherungsfall oder für die Versicherungsfälle auf alle anderen. Und das Problem, also das an sich ist es nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass sie dazu A, die Leute bezahlen, die das ausrechnen, wie wahrscheinlich das ist. Und da sie sich intensiv mit beschäftigen, würden die es wahrscheinlich besser können, als man selber kann. Die bezahlen die Leute damit und die bezahlen ihre Aktionäre und sonstige Leute, die irgendwie Geld von denen wollen. Das heißt, wenn man da rumrechnet, stellt man relativ fest, oder das Risiko rauskürzt, stellt man fest, dass es dann ein Verlustgeschäft ist. Das heißt, wofür Versicherungen total gut sind, sind für Risiken, die man nicht selber tragen kann. Weil in dem Fall ist es gut, wenn andere mit einspringen. Und das sind eigentlich die klassischen Sozialversicherungen. Das sind Rentenversicherungen, das sind Krankenversicherungen, wenn man jetzt irgendwie schwer krank wird. Im Normalfall hat man jetzt nicht das Geld für irgendwie eine Herz-OP, wo irgendwie dann nachher Hunderte von 1.000 Euro kostet. Das ist die Arbeitslosenversicherung, das ist die gesetzliche Unfallversicherung. Das sind auch genau die, also gesetzliche Unfallversicherung im Spezialfall, aber die oberen drei, das sind auf jeden Fall genau die, wo der Gesetzgeber auch erkannt hat, das wäre total gut, wenn das der Normalfall ist, dass die Leute diese Versicherung haben. Deswegen hat man gesagt, alle, die arbeiten, beziehungsweise bei der Krankenversicherung ist sogar so alle, egal ob sie arbeiten oder nicht, sind versichert. Wenn man jetzt sich selbstständig macht, ist man nicht mehr gesetzlich pflichtversichert, sondern freiwillig. Deswegen ist das ein Punkt, wo man irgendwie sich mal das angucken muss. Es gibt noch ein paar weitere Versicherungen, die für Betriebe oder wenn man sich selbstständig macht, interessant sind. Das ist einmal die Betriebshaftpflichtversicherung. Das ist nämlich zum Beispiel auch ein Fall, den man nicht unbedingt tragen kann, wenn man jetzt irgendwie ein Stück für einen Airbus programmiert und der dann nachher abstürzt. Hat man jetzt vielleicht nicht nur die Kleingeld in der Tasche für. Oder wenn man berufsunfähig wird, oder einen Unfall hat. Rechtsschutzversicherung ist auch was einem häufig empfohlen wird. Komme ich aber auch gleich noch dazu. Ich hatte es ja gerade schon gesagt. Rentenversicherung ist man freiwillig versichert. Eigentlich. Also als selbstständig steht eigentlich so drin, dass man freiwillig versichert ist. Das Problem ist Scheinselbstständigkeit. Ich hatte das vorhin schon mal angerissen mit dem neuen Gesetzestext. Da gibt es verschiedene Merkmale, die das feststellen, ob man scheinselbstständig ist. Das legt hauptsächlich die Rentenversicherung fest. Ja, da so einen länglichen Text, den muss man jetzt nicht unbedingt lesen. Aber im Prinzip ist das Problem, wenn man schon mal irgendwie Projekte gemacht hat in der IT, und überlegt, wie die ablaufen. Man geht zum Beispiel zu Meetings, weil man irgendwie sich mit den Kollegen austauschen muss. Man arbeitet irgendwie im Büro, weil es manchmal doch total Sinn macht, irgendwie mit dem Kollegen kommunizieren können. Man hat irgendwie Termine wie Deadlines oder sonst irgendwas. Dann stellt man relativ fest, dass eigentlich das nicht unbedingt möglich ist, Projekte, also Freelancer-Projekte in der IT zu machen, ohne scheinselbstständig zu sein. Und dass diese Regelung sollte eigentlich zementiert werden mit dem Gesetz. Was kann man dagegen machen? Man kann gucken, dass man möglichst wenige Kriterien erfüllt. Das heißt, Homeoffice sich, also
dem sozusagen dem Kunden sagen, ja, ich möchte auch Homeoffice machen können zumindest. Ob man es dann macht, ist immer noch eine andere Frage, aber es sollte irgendwie nicht im Vertrag stehen, dass man präsent vor Ort sein muss. Eigene Hardware benutzen, mache ich eigentlich auch ganz gern, weil irgendwie meine Hardware so eingerichtet ist, wie ich es mag. Gleichzeitig sollte auf jeden Fall auch nicht im Vertrag nachher drin stehen, ja, okay, du musst von irgendwie 10 bis von 9 to 5 arbeiten oder sowas. Dann sollte man mehrere Kunden pro Jahr haben. Das ist natürlich problematisch, weil es in der IT häufig Projekte gibt, die länger wie ein Jahr laufen. Das ist nicht unbedingt sofort ein Riesenproblem, aber es kann zu einem Problem werden. Deswegen sollte man gucken, dass man zumindest, wenn dann ein längeres Projekt abgeschlossen ist, nicht sofort das nächste längere Projekt beim gleichen Kunden abschließt, auch wenn das irgendwie sich anbietet, weil man kennt die Leute, man kommt da irgendwie leicht rein. Es gibt noch zwei Sachen, die so potenziell helfen. Das ist selber irgendwie Leute anstellen, zum Beispiel einen Buchhalter, der sich um Papierkram kümmert, den man dann halt auf irgendwie 600-Euro-Basis anstellt, ein bisschen Sozialversicherung zahlt, dann ist man da im Normalfall eigentlich raus. Und ein anderer Punkt ist die Rechtsform. Wenn man Einzelunternehmer ist, ist das der klassische Fall, wo man unter Scheinselbstständigkeit fällt. Das ist, sagt das Internet, auch hilfreich, wenn man wohl eine andere Geschäftsform hat. Muss aber auch nicht zwangsweise bedeuten, dass man da raus ist. Was es auch noch gibt, ist diese Statusfeststellung. Da geht man nämlich zur Rentenversicherung hin und fragt, ich habe hier jetzt folgendes Projekt, das sieht so und so aus, das sind die Rahmenbedingungen. Was meint ihr, ist das Scheinselbstständigkeit? Die Rentenversicherung sagt im Normalfall ja. wenn man so der Meinung ist, das ist auf jeden Fall nicht und der Kunde, also manche Kunden wollen das auch, aber das ist schon sehr häufig, dass da ja rauskommt. Also auch im Zweifel hat man das, was man in dem Fall ja nicht macht, ist, man zieht vor Gericht und lässt vor Gericht klären. Wenn man jetzt irgendwie bei einem Kunden ist, und es tritt dann irgendwann der Fall auf, dass die Rentenversicherung das sich mal anguckt und prüft, dann ist der Fall, weil das wird dann relativ schnell ganz schön teuer, vor allem für den Arbeitgeber von dem Projekt, dass man das vor Gericht klärt, ob das wirklich Scheinselbstständigkeit ist. Bei dieser Statusfeststellung ist es der Normalfall, dass das nicht rechtlich geklärt wird und in dem Fall sagen die da per se auch relativ leicht ja. Insgesamt ist halt das Problem, das Einzige, was sicher ist in dem Fall, ist, es ist nicht sicher. Das soll aber dieser Paragraph, der das früher mal geregelt hat, der dann gestrichen wurde, neu eingeführt werden, beziehungsweise wieder angepasst eingeführt werden. Es gab einen Referentenentwurf, der war allerdings ziemlich grauslich. Es kann allerdings sein, dass es nicht besser wird, sondern vermutlich oder vielleicht noch schlimmer. Müssen wir jetzt mal schauen, was dann irgendwann rauskommt. So, genau, also prinzipiell ist es ja bei Rentenversicherung so, man kann ja immer noch sagen, ich will mich freiwillig versichern, ich zahle irgendwie meine 18% sind es, glaube ich, von meinem Einkommen in die Rentenversicherung und habe dann irgendwie nachher eine umlagefinanzierte Rente. An sich ist es ja so, dass umlagefinanzierte Rente was Gutes ist. Die Alternativen habe ich hier mal trotzdem aufgeschrieben. Das sind halt kapitalgedeckte Versicherungen. Ist der große Block und da hat man das Problem, die Anbieter von so kapitalgedeckten Versicherungen, die werben damit, ja, irgendwie die umlagefinanzierte Rente ist nicht sicher, weil es gibt irgendwie voll wenig Leute, die irgendwie in Zukunft arbeiten und deswegen machst du kapitalgedeckt, weil das Geld ist bestimmt in 40, 50 Jahren immer noch genauso viel wert, wie es jetzt wert ist. Wenn in 50, 40 Jahren niemand mehr arbeitet, glaube ich auch nicht, dass das Geld noch was wert ist. Von dem her, also tendenziell würde ich sagen, ist eine umlagefinanzierte Versicherung sicherer. Das Problem ist, beim aktuellen System, das krankt halt einfach daran, dass die, wo viel Geld haben, nicht zahlen. So. Also die Selbstständigen zum Beispiel oder die Arbeitgeber und so weiter. Alternativen sind auch Anlagevermögen. Man kann zum Beispiel sagen, okay, ich kaufe mir halt irgendwie eine Immobilie, in der ich wohne, dann zahle ich schon mal keine Miete, während ich irgendwie arbeite. Ich kaufe vielleicht noch ein, zwei Immobilien, die ich dann vermiete und von der Miete lebe ich, wenn ich alt bin. Das Problem ist, wenn das alle machen, dann gibt es irgendwann keine Mieter mehr, die das mieten. Und an sich ist Immobilien auch nicht von den Renditen unbedingt so, dass sich das zwangsläufig rendiert und die können auch ganz schön viel Arbeit werden. Andere Möglichkeit ist, man nimmt Wertgegenstände, zum Beispiel Gold oder teure Autos und hofft, die später für mehr Geld weiterverkaufen zu können.
Eine weitere Möglichkeit, die man als Freiberufler hat, sind Versorgungswerke. Das ist sozusagen der Zusammenschluss von bestimmten Berufen, wie zum Beispiel den Ärzten, den Ingenieuren, die dann auch für die Informatiker zuständig werden. Die sagen, okay, wir zahlen alle in unsere eigene private, in unser privates Vorsorgewerk ein. Die sind teilweise umlagefinanziert, teilweise kapitalgedeckt. Entweder haben sie Mischung oder sind rein kapitalgedeckt, aber das ist auch was, was man sich auf jeden Fall mal angucken könnte, wenn man überlegt, wie man sich sozusagen fürs Alter absichert. So, die nächste Versicherung, immer die Krankenversicherung. Gleiches Problem wie bei der Rentenversicherung. Man ist freiwillig, also man kann rein oder muss nicht, eigentlich. Gleiche Problem mit der Scheinselbstständigkeit. Die Alternative zur gesetzlichen Krankenversicherung sind ja die privaten. Die sind kurzfristig ziemlich günstig. Also wenn man als junger Mensch dorthin kommt und sagt, oh, ich würde gerne mich bei euch versichern und dann mal anguckt, was die wollen und was die gesetzliche will, wird man schnell feststellen, das ist ja ganz schön günstig. Das Problem ist, dass man da nicht mehr rauskommt und dass die teurer werden mit der Zeit. Ganz schön teuer nämlich. Das heißt, langfristig ist im Zweifel nachher die gesetzliche Krankenversicherung günstiger. Vor allem, wenn man alt wird. Weil wenn man alt wird, hat man dann relativ viele Kosten und dann werden die Kosten auch bei der privaten relativ hoch. Also die Beiträge. Und man kann dann auch nicht mehr wechseln, weil die müssen einen nicht aufnehmen. Das heißt, man kann dann sozusagen nur noch in dem bleiben, in dem man ist. Und der Tarif, den man hat, der wird halt immer teurer. Wenn man jetzt sagt, okay, ja, private Krankenversicherung ist aber toll, weil man kriegt irgendwie so tolle Zusatzleistungen und irgendwie Chefarzt und whatever. Und man will das, dann kann man ja auch sagen, man geht in die gesetzliche und nimmt eine Zusatzversicherung. Ist auch eine Option. Das muss man sich dann in dem Fall halt überlegen, welches man nimmt. Eine weitere Option, die man hat, ist die Arbeitslosenversicherung. Ist ja für Angestellte Pflicht. Aber wenn man selbstständig ist, kann man sich das raussuchen, ob man das macht. Man muss den Antrag allerdings relativ schnell stellen, wenn man selbstständig ist. Der Betrag ist ein fester Betrag. Das, was man rausbekommt, ist auch fest. Und zwar nach der Höhe der Qualifikation. Das heißt, wenn man irgendwie keinen Schulabschluss hat, dann ist es sehr wenig. Wenn man irgendwie Berufsausbildung hat, ist es ein bisschen mehr. Wenn man studiert hat, ist es relativ viel. Es gibt auch einen Unterschied zwischen West und Ost. Und das funktioniert dann im Prinzip ähnlich wie die normale Arbeitslosenversicherung. Das heißt, man wird dann für ein Jahr Geld bekommen, muss allerdings vorher mindestens 2 Jahre eingezahlt haben. Wenn man nur ein Jahr eingezahlt hat, kriegt man nur 6 Monate, glaube ich. Ist sowas, wo man zum Beispiel, wenn man nicht so hohe finanzielle Rücklagen hat, eine Möglichkeit, wenn man das ein bisschen ausgleichen kann. Wenn zum Beispiel jetzt die nächste Rezession kommt in ein paar Jahren und man kein Projekt mehr kommt, könnte man sich in dem Fall arbeitslos melden und würde dann noch ein Jahr zumindest von denen Geld bekommen. Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherung, da kann ich nicht so richtig viel dazu sagen, weil das ist noch ein Punkt, wo ich selber noch nicht komplett durch bin, mit mir überlegen, was ich da überhaupt will. Ein Ding, was man beachten muss, ist, wenn man angestellt ist, ist man für Arbeitsunfälle abgesichert. Das heißt, wenn man auf dem Weg zur Arbeit irgendwie vom Fahrrad fällt, zahlt irgendeinen Verband, dem der Arbeitgeber Geld gibt. Oder wenn man irgendwie im Geschäft vom Stuhl fällt und sich irgendwie was bricht, wäre das auch abgesichert. Die Absicherung hat man nicht. Das ist jetzt bei Informatikern nicht so problematisch, weil im Normalfall ist das jetzt nicht ein Beruf, der so prädestiniert dazu ist, irgendwie besonders oft vom Stuhl zu fallen. Also zumindest im Vergleich zu einem Maurer oder einem Fliesenleger, der halt mit dem Rücken oder mit den Knien häufiger ein Problem hat. Man muss sich halt so ein bisschen überlegen, in welchem Fall welche Versicherung gilt oder bei einem was bringt. Wie gesagt, ich bin da noch nicht durch, deswegen ist ein Punkt, wo man drüber nachdenken muss. Habe ich aber jetzt noch nicht unbedingt abschließend irgendwelche Tipps. Ein weiterer Punkt, den es gibt, Betriebshaftpflichtversicherung. Die sind ganz schön teuer. Ich glaube, meine ist im mittleren dreistelligen Bereich fürs Jahr. Manche Kunden sagen, die wollen, dass man eine hat. An sich springt die ja in den Fällen ein, wo man irgendwie schlecht programmiert hat und deswegen stürzt ein Airbus ab. In dem Fall hat man wahrscheinlich das Problem, dass die Versicherungssumme nicht reicht, aber vielleicht fährt auch nur ein Auto gegen die Wand. Wenn man allerdings jetzt irgendwie solche Sachen programmiert, macht es wahrscheinlich Sinn, so eine abzuschließen, wenn man jetzt irgendwie nur Software programmiert, wo man der Meinung ist, oder wo man nach längerem drüber nachdenken feststellt, da kann eigentlich nicht so kaputt gehen, dass ich nachher irgendwie ernsthaft belangt wird, dann macht es vielleicht Sinn, keine abzuschließen, weil wie gesagt, sie ist recht teuer. Default, ohne, wenn man sich jetzt keine Lust hat, Gedanken drüber zu machen, würde ich tendenziell sagen, schließt deine ab. Ein kurzer Exkurs, gehört eigentlich nicht unbedingt zum Thema, aber private Haftpflichtversicherung wollt ihr haben, kostet fast nichts.
Rechtsschutz. Ich hatte ja vorhin gesagt, was der Grundsatz bei mir ist. Versicherung braucht Risiken, die man nicht selber tragen kann. Wenn jetzt jemand kommt und mich verklagen will, selbst wenn es irgendwie mehrere Instanzen geht, kostet es halt irgendwie 10.000 oder 20.000 Euro vielleicht, wenn überhaupt. Das ist was ich im Zweifel im Notfall irgendwie auf der hohen Kante hätte, weil ich Rücklagen habe. So, das heißt, in dem Fall habe ich mich dagegen entschieden. Im Normalfall braucht man die Rechtsschutzversicherung ja für einen Anwalt, der mal einen Brief schreibt oder irgendwie einen einfachen Fall, der dann in der ersten Instanz geklärt wird. Und da sind die Kosten jetzt nicht so hoch. Also kann man sich natürlich überlegen, empfehlen auch viele. Ich würde es jetzt nicht unbedingt machen. Ja, Fragen? Ich wäre nämlich jetzt dann soweit durch. Ich glaube, er war schneller. Oh. Ich mache im Normalfall ein Projekt nacheinander. Also es ist meistens so, dass dann halt die Kunden mich sozusagen für Vollzeit einkaufen. Ich sage denen dann meistens nicht Vollzeit zu, weil ich halt viel ehrenamtlich nebenher habe. Und dann sage ich eher so, ich gucke, wie viel ich arbeiten kann. Das sind dann irgendwas zwischen 30 und 40 Stunden. Und das geht dann aber mit den meisten okay. Was ich Kunden meistens noch anbiete, ist, dass ich denen sage so, okay, das Projekt ist jetzt rum, aber wenn noch irgendwelche Probleme sind und ihr zum Beispiel noch mal irgendwie in dem Stück Software, wo ich programmiert habe, irgendwelche Probleme sind, wo ihr irgendwie ad hoc nicht draufkommt, dann könnt ihr irgendwie gerne Mail schreiben oder so, dann komme ich vielleicht noch mal 1-2 Stunden rein. Gegen Geld natürlich, aber das hören die eigentlich ganz gern, hat aber bisher noch nie jemand genutzt. Von dem her überschneidet sich es ein bisschen vielleicht, aber an sich ist es ein Projekt nach dem anderen. Genau. Ich hatte das am Anfang, dass ich zu viele Folien hatte, unter den Tisch gefallen. Also die Frage war der Unterschied zwischen Werks- und Dienstleistungsvertrag und der Haftung. Als Freelancer, also zumindest in meinem Fall, wie es ich mache, mache ich eigentlich immer nur Dienstleistungsverträge. Der Unterschied ist, bei einer Dienstleistung verkauft man sozusagen Stunden, die man für einen Kunden arbeitet oder eine Dienstleistung anbietet. Bei einem Werkvertrag liefert man ein bestimmtes Produkt ab, zum Beispiel eine Mauer. So, in dem Fall, wenn dann die Mauer umfällt, hat man irgendwie schlecht gearbeitet und muss die irgendwie neu bauen. Wenn man jetzt irgendwie hingehen würde, sagen, okay, ich bin Maurer, ich biete dir die Dienstleistung Maurer an und arbeite jetzt irgendwie 5 Stunden, dass danach eine Mauer steht. Oder beziehungsweise ich arbeite 5 Stunden für dich und du sagst mir, was ich tun soll. Und die fällt dann nachher um, dann wäre es eher dem anderen sein Problem. Man ist da sozusagen, man muss sich sozusagen nur bemühen, die Aufgabe zu erfüllen. Man ist da aber aus der Haftung an sich eigentlich ein Stück raus. War das die Frage soweit? Ja. Inwiefern macht es Sinn, nebenberuflich oder zumindest am Anfang nebenberuflich als Freelancer unterwegs zu sein? Kommt so ein bisschen drauf an, auf den Bereichen, in dem man tätig ist. Also jetzt gerade bei Programmierern ist es meistens so, dass die einen wirklich Vollzeit haben wollen. Also selbst sie sind teilweise auch schon ein bisschen empfindlich, wenn man dann sagt, ja, ich mache jetzt nur 20 oder 30 Stunden. Wenn man jetzt eher so zum Beispiel in Richtung Admin geht, dann kann ich mir vorstellen, da die Projektlaufzeiten in dem Fall ein bisschen kürzer sind, dass man das eigentlich ganz gut auch noch nebenher machen kann. Wie gesagt, bei Programmieren sehe ich es ein bisschen schwieriger, dass man da, also man kann es natürlich probieren, wenn man keine Projekte kriegt, hat man ja immer noch die Festanstellung sozusagen. Ist auch eine Möglichkeit, den Weg zu gehen, ja. Also aktuell bin ich irgendwie ganz gern Freelancer. Ja, die Frage, ob ich das, also dass ich schon mal festangestellt war und ob ich das als dauerhaft sehe, dass ich jetzt Freelancer bin. Aktuell ist es so, dass ich eigentlich ganz gern irgendwie viel unterwegs bin. Ich genieße eigentlich die Freiheit, wo man so ein bisschen hat als Freelancer. Ich will auch bewusst, habe mich entschieden, Freelancer zu machen, um verschiedene Firmen zu sehen und mich ein bisschen in verschiedene Richtungen weiterzubilden, weil wenn man in der gleichen Firma ist, es gibt doch so ein bisschen einen Firmentrott, wo alle ein bisschen in die gleiche Richtung laufen und wenn man das sieht, man ein bisschen mehr Einblick in, wie verschiedene Firmen funktionieren. Das war von dem her schon
bewusst entscheiden, in die Richtung. Wie das in 5 Jahren ist, kann ich natürlich nicht sagen. Das ist also aktuell, also gerade wenn man dann Familie gründet oder sowas, wird es sicherlich schwerer, weil dann hat man auch wahrscheinlich nicht mehr so viel Lust, so weit weg also ständig die komplette Woche weg zu sein, wenn man irgendwie ein Projekt weiter weg hat. Von dem her, aktuell ja, langfristig, keine Ahnung. Mal schauen. Ja. Mit Weiterbildung oder ohne? Die Frage war, wie viele Stunden ich täglich oder im Schnitt wöchentlich arbeite. Mit Weiterbildung würde ich sagen, sind es wahrscheinlich so mit Steuer und dem, was ich dann sozusagen Geld gegen Stunden arbeite. Schätze ich, sind wir dann irgendwo so bei 50 Stunden die Woche im Schnitt. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch letztes Jahr irgendwie mir 5 Monate irgendwie komplett freigenommen, war irgendwie länger im Ausland und irgendwie Kongress und Camp mit organisiert und so. Von dem her, also wenn ich gerade arbeite, dann gucke ich, dass ich schon irgendwie möglichst 4 Stunden mache. Weiterbildung ist schätzungsweise so, ja, so 8 bis 10 Stunden pro Woche, wo ich mir in dem Bereich gönne. Das hängt natürlich ein bisschen zusammen, dass ich natürlich irgendwie gern Programmierer bin und mich halt auch die Themen interessieren und ich mich da weiterbilde. Das ist auch was natürlich irgendwie Kunden so ein bisschen voraussetzen, wenn da jetzt jemand kommt, dass er irgendwie up-to-date ist mit den aktuellen Sachen. Häufig holt man das ja auch, die Freelancer, als jemand, der so ein bisschen frischen Schwung reinbringt, neue Ideen, der ein bisschen weiteres technologisches Wissen hat. Ja. Noch ein paar Tipps für Anfang? Na, also zum Beispiel das Praxissemester, wenn man das hat, würde ich mal reinschreiben. Wenn man zum Beispiel irgendwelche Open-Source-Projekte schon gemacht hat, kann man natürlich auch, die muss man dann vielleicht ein bisschen anders angeben, weil es natürlich ein längerer, also ist ja nicht so, dass man irgendwie jetzt sagt, man hat irgendwie 5 Monate irgendwie in einem Open-Source-Projekt gearbeitet und dann, davor war nichts und danach ist nichts. Ansonsten, gerade am Anfang, deswegen hatte ich auch empfohlen, erstmal so ein bisschen Berufserfahrung in der Festanstellung zu sammeln, weil dann hat man sozusagen schon ein aussagekräftigeres Profil. Dadurch, dass der Markt gerade so ist, dass eigentlich dringend Leute gesucht werden, wird es halt ein bisschen schwerer, den Vermittler oder den Endkunden nachher davon überzeugen, dass man in dem Bereich was kann. Aber also ich denke schon, dass man da auch reinkommen kann. So, jetzt ansonsten Tipps in die Richtung. Fällt mir jetzt ad hoc gar nicht mehr ein. Ja. Also die Frage war, ob Projekte bei verschiedenen Firmen anders sind. Meinst du jetzt eher den organisatorischen Aspekt oder den technischen? Okay, genau, wie es allgemein abläuft ist, das fängt meistens damit an, dass ich irgendwie gerade ein Projekt suche. Dann schreibe ich halt in den Profilen rein, irgendwie, ich bin jetzt irgendwie verfügbar ab folgendem Datum. Dann kommen die Vermittler und sagen, haben wir ein Projekt? Würde ich gerne meinen Kunden vorstellen, können wir die Daten weiterleiten? Das fragen sogar die meisten. Und dann, wenn der Kunde mit dem Profil den Kunden zusagt, dann gibt es meistens ein Vorgespräch, manchmal vor Ort, meistens per Telefon nur, wo die halt so ein verkürztes Jobinterview machen. An sich einfach so ein bisschen testen, was hat man drauf, passt man irgendwie zur Firma. Manchmal wollen sie auch, dass man noch für einen zweiten Termin dann vorbeikommt. So eine Bewerbung im Schnelldurchlauf so ein bisschen. Und dann gibt es halt meistens einen Starttermin, wo man dann vor Ort ist. Dann kriegt man dann relativ schnell im Vergleich zum Festangestellten auch gleich Aufgaben, die man dann erledigen muss. Also die erwarten auch eine relativ schnelle Einarbeitung. Also meistens, wo ich festangestellt war, habe ich gesehen, dass meistens so irgendwie 1-2 Monate akzeptiert werden für Zeit, wo man sich so ein bisschen warm läuft im Unternehmen. Beim Freelancer ist es eher so 2 Wochen. Also nach 2 Wochen wird eigentlich erwartet, dass man produktiv arbeitet. Dann kriegt man meistens irgendwelche Aufgaben gestellt, die man dann halt erledigen muss. Deswegen ist es ja mit der Scheinselbstständigkeit auch ein Problem, eigentlich eingebunden wie ein normaler Festangestellter auch. Also man ist dann irgendwie zeitweise vor Ort, wenn man vor Ort ist, geht man irgendwie mit den Leuten in die Kantine, macht Meetings, kriegt Aufgaben, spricht sich ab. Das ist dann eigentlich wie ein normaler Festangestellter an sich. Einzige ist dann halt, dass man üblicherweise 3 Monatsverträge kriegt bei längeren Projekten.
Kürzere Projekte wie 3 Monate ist eigentlich auch eher unüblich bei Programmieren, weil gerade die Einarbeitungszeit halt doch am Anfang ist, man wird zwar erwartet, dass man nach 2 Wochen irgendwie was arbeitet, aber nicht, dass man so effizient ist wie irgendwie jemand, der das Projekt richtig gut kennt, ist natürlich klar, dass das noch nicht gegeben ist, deswegen wollen die einen meistens ein bisschen auch länger halten. Und dann hat man halt meistens 3 Monatsverträge, in denen allerdings drin steht, dass irgendwie der Kunde irgendwie auch sagen kann, dass er nicht weiter Bedarf hat. Dann läuft der Vertrag zwar noch, aber man schreibt keine Stunden mehr. Und dann wird einem meistens relativ kurzfristig verlängert für weitere 3 Monate. Und dann bleibt man halt sozusagen, also was mir so ein bisschen aufgefallen ist, was ich mehr mache als zu Zeiten, wo ich festangestellt war, ich probiere mehr zu dokumentieren und irgendwie von vornherein irgendwie mich ersetzbar zu machen. So als wenn man festangestellt ist, probiert er meistens eher sich selbst unersetzbar zu machen, indem man eben nicht dokumentiert oder irgendwie haufenweise Spezialwissen anhäuft. Mache ich jetzt als Freelancer eigentlich eher bewusst nicht und probiere auch möglichst viel Leute aufzugleisen und dann also auch Pair-Programming und so weiter zum Beispiel zu machen. Ja. Hast du Erfahrungen, wie sieht es denn aus, wenn du mal auch neben deinen Projekten mal ein App-Ergebnis und den App-Server stellst, wie es dann mit den Steuern aussieht und sobald es ja arbeitet, man darf keine Software eigentlich verkaufen. Die Frage war, wie es ist, wenn man jetzt irgendwie ganz normal sozusagen Freelancer ist und nebenher aber irgendwie noch ein bisschen Apps entwickelt und die in App-Store stellt oder sowas. Das ist, was ich vorhin gemeint habe. Man meldet einfach ein zweites Gewerbe an. Man ist sozusagen dann im Hauptberuf, sagt man, ist man halt Freiberufler. Man geht dann aber nochmal zum Finanzamt und sagt, ich habe hier noch im Nebenerwerb ein Gewerbe, da programmiere ich Apps. Tut dann sozusagen das darüber laufen lassen. An sich ist es ein bisschen, da weiß ich aber auch nicht unbedingt, wie das genau läuft, aber das sollte, also ich weiß, dass es Leute gibt, die das genauso machen und es sollte nicht so problematisch sein, wie man das dann zum Beispiel genau deklariert, dass man auf den einen Vertrag draufschreibt, das ist jetzt als Freiberufler und auf den anderen Vertrag schreibt man drauf, das ist jetzt für irgendwie das Gewerbe. Ich denke, wichtig ist in dem Fall, dass man sich einfach 2 Umsatzsteuernummern geben lässt für die jeweiligen Firmen und die halt auf die Rechnung draufschreibt. Dann sollte das wahrscheinlich kein Problem sein. Du zuerst? Achtest du bei den Arbeitsverträgen auch auf so Sachen wie Urheberrecht? Also, das ist was, was man beachten muss als Freelancer, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt da mein besonderes Vorliegen oder so. Dass dann die 2 Jahre später kommt, hey, das hast du für uns gemacht, die Rechte hast du mit dem Vertrag abgetreten, dann sieht man, dass du schon mal. Im Prinzip ist es wie bei Festanstellungen auch, da gibt es halt irgendwie die klassischen Klauseln, irgendwie alles, was man während der Arbeitszeit macht, gehört der Firma, soweit es nach dem deutschen Urheberrecht geht. Genau, die Frage war, inwiefern das irgendwie Probleme gibt, dass man irgendwie Sachen, die man bei einer Firma gebaut hat, irgendwo bei einer anderen Firma wiederverwendet. Ob es jetzt irgendwie speziellen Ideen vom Prozess her sind oder von Softwareentwicklungsstücken. Ja, also an sich, wie gesagt, das sind die üblichen Klauseln bei Festangestellten. Ich habe da jetzt auch nicht mehr. Also was so ein bisschen, was ich probiere, ist, möglichst viel Open Source zu kriegen. Also gerade wenn ich irgendwelchen Kram mache, der jetzt nicht mit dem Core-Ding zu tun hat. In dem Moment, wo es Open Source ist und mit der entsprechenden Lizenz, ist es ja auch kein Problem. Die Firmen wollen dann halt, dass es im Namen der Firma Open Source wird oder so. Das ist ja mir egal. So. Hauptsache, ich kann es halt nachher weiter benutzen. Ja. Genau, also im Prinzip ist so, die Frage war nach Absetzbarkeit. Also im Prinzip kannst du alles Mögliche absetzen, was irgendwie peripher mit deiner Firma zu tun hat. Also zum Beispiel ist mein DSL-Anschluss daheim, den nutze ich halt auch beruflich. Deswegen setze ich den halt auch zu Teilen irgendwie von der Steuer ab. Meine Bahnkarte habe ich hauptsächlich aus beruflichen Zwecken. Die nutze ich zwar auch privat, aber wenn du darlegen kannst, dass es für deine Firma wirtschaftlich effizient ist, die Bahnkarte zu haben, indem du halt entsprechend viel Geld gespart hast, kannst du die dann halt auch privatlich eigentlich nutzen, ohne Probleme. Ansonsten kommt halt das Finanzamt und sagt, ja, okay, irgendwie Hälfte, Hälfte oder sowas. Das ist dann halt in dem Fall, wenn es dann halt eine Steuerprüfung gibt. Ansonsten, keine Ahnung, wenn ich Briefmarken kaufe, dann sind das natürlich für die Firma. Also ich schicke ja privat auch keine Briefe mehr.
Genau, du warst? Die Frage war, wenn die Verlängerungen meistens recht kurzfristig sind, ob ich parallel immer Akquise mache. An sich ist es so, dass ich, es hängt so ein bisschen ab, also man kriegt natürlich in den Gesprächen mit den Verantwortlichen mit, wie sicher die Verlängerung ist. Es ist natürlich nicht, also solange du keinen Vertrag hast, ist es nicht sicher, aber selbst wenn du einen Vertrag kriegen würdest, wäre es ja immer noch so, dass die am nächsten Tag sagen können, so, ist ja nett, dass wir einen Vertrag haben, aber wir brauchen jetzt doch keine Stunden mehr, du brauchst nicht mehr zu kommen. Von dem her mache ich immer so ein bisschen abhängig, wenn ich absehen kann, dass es irgendwie nicht verlängert wird, dann fange ich halt mal eine Akquise an. Im meisten Fall, wenn man halt mal sein Profil hat, ist es eigentlich in dem Fall im ersten Moment nur mal irgendwie das aktuelle Profil, das aktuelle Projekt eintragen und irgendwie das Datum zu setzen, ab wann man wieder verfügbar ist, und dann kommen relativ schnell wieder Anfragen. Ja, aber also im Normalfall, wenn ich absehen kann, dass das Projekt verlängert wird, mache ich es nicht. Ja. Das war ja ein Ausnahmefall. Also die Frage war wegen bei einem Projektbeispiel, wo ich genannt habe, dass irgendwie das jetzt 5 Monate gedauert hat, bis ich einen Vertrag habe. Ich hatte auch schon ein Projekt bei einem Kunden, wo ich ein Jahr fast war. Bei dem habe ich, da war der erste Kontakt und ich war, ich glaube, 7 Tage später beim Kunden und habe dann dort gearbeitet. Also ist genauso möglich. Also im Normalfall geht es sogar meistens relativ fix, weil also so ein Klassiker ist ja, dass man Projekte retten muss. So Projektmanager meinen ja häufig, ja, dass wenn eine Frau in 9 Monaten ein Kind austragen kann, dann können 9 Frauen in 1 Monat ein Kind austragen. Das probieren Projektmanager häufig zu fixen, indem sie dann haufenweise Freelancer einstellen. Und die wollen es natürlich dann sofort in Zeit machen. Ja. Also die Firmen haben dann auch Interesse, dass es sofort losgeht. Aber wäre dann auch die letzte, würde ich mal sagen. Ansonsten, wir können gerne dann draußen auch weitermachen. Ich verstehe es akustisch nicht, sorry. Rückmeldung, also dass ich dem Kunden Feedback gebe oder über was? Ach, über den Arbeitsfortschritt. Im Prinzip, also wenn ich beim Kunden bin, bin ich natürlich mit dem ganz normal im Gespräch wie ein Festangestellter auch. In dem Fall die Rückmeldung des Arbeitsfortschritts, das ist ja, gibt's ja irgendwie, das ist ja auch in der Scheinselbstständigkeit diese Regelung, dass man irgendwie immer das regelmäßig machen muss. Im Zweifel gibt es da keine ernsthaften Dokumente, sondern im Normalfall irgendwie, bei einer Firma hast du halt ein Ticketsystem, da tust du Tickets arbeiten, dann gibt es halt irgendwie eine agile arbeitende Software, halt die Daily Scrum Meetings oder so. Ist natürlich irgendwie, wenn wir das als Rückmeldung melden, irgendwie ist Daily Scrum als wertet, dann ist das natürlich ein klares Zeichen für eine Scheinselbstständigkeit. Ja, an sich, wie gesagt, wie bei einem Festangestellten läuft das in dem Fall auch, was natürlich kritisch ist bezüglich Scheinselbstständigkeit. Ja, dann danke ich für die Anwesenheit und wie gesagt, wir können draußen noch ein bisschen quatschen. Was ich auch noch machen werde, ist, ich werde in die Wiki-Seite irgendwie die Folien hochladen und noch ein paar Links dazu packen zu weiterführenden Informationen. Bald. Okay.